Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einem weiteren meiner Videos. Im heutigen Video soll es um eine noch relativ neue Technologie gehen, ist im Mai 2022 in Preview gegangen, ist jetzt mittlerweile GA, also jetzt zum Jahresende 2022 GA geworden. Und zwar handelt es sich um den sogenannten Azure Private DNS Resolver. Da möchte ich euch zunächst mal erläutern, was für eine Art Service es sich überhaupt handelt und was man damit tun kann. Der Azure Private DNS Resolver übernimmt im Grunde zwei wesentliche Aufgaben. Zum einen kann ich darüber aus einer externen Umgebung, das kann beispielsweise eine On-Premises-Umgebung sein, das kann aber auch eine Umgebung sein, die einfach in einer separaten Subscription, separaten Netzen abläuft, wo ich eine gewisse Schottung haben möchte, die ich also jetzt nicht frei miteinander peeren will oder sowas. Also es spielt erstmal keine Rolle, wo die Quelle ist, aber eine losgelöste externe Quelle kann ich nutzen, um von dort aus Private DNS-Zonen abzufragen, die ich in Azure betreibe. Das könnten zum Beispiel Private DNS-Zonen sein, die ich für einen Private Link brauche. Da gibt es zwar andere Möglichkeiten, das aufzurufen, die setzen aber im Regelfall immer voraus, dass ich eine VM in Azure deploye, weil wir dazu dann diesen Azure Recursive Resolver aufrufen müssen und der wiederum ist nur aus Azure selbst erreichbar. Ich habe dazu einige Videos letztes Jahr gemacht zum Thema Private Endpoint und Private Endpoint DNS. Schaut euch das gerne nochmal an, wenn ihr da nochmal einen Auffrischer braucht. Also das ist die eine Möglichkeit, von außen in Azure gehostete DNS-Zonen aufzulösen. Und die andere Möglichkeit ist genau andersrum, von innen, also aus Azure heraus, DNS-Zonen aufzulösen, die on-premises gehostet werden. Das ist die Idee dabei. Klar kann man natürlich auch den direkten Durchgriff der Clients, die DNS-Auflösungen brauchen, nach On-Premises bauen. Aber das bedeutet dann natürlich, dass jeder Client einzeln seine DNS-Anfragen über den VPN-Tunnel oder über die ExpressRoute sendet. Und wenn die Verbindung vorübergehend ausgefallen ist, dann findet ja auch keine DNS-Auflösung mehr statt. Und hier ist also die Überlegung, dass man das Ganze eben mit einem zwischengeschalteten DNS-Server sozusagen, aber eben als Dienst, also wir haben im Grunde DNS-Server as a Service, das Ganze abbildet. Das Ganze kann man auch kombinieren, also beide Wege, Eingang und Ausgang, sind gleichzeitig abbildbar, jedoch, das kann man in der Grafik eigentlich schon ganz gut sehen, brauche ich dann dafür zwei getrennte Subnetze. Also ich kann pro Subnetz nur entweder inbound oder outbound abwickeln. Wenn ich beides abwickeln will, dann braucht das VNet, also zum Beispiel mein Hub VNet, braucht das dann zwei Subnetze explizit für diesen Private DNS Resolver, eins ausgehend, eins eingehend. Jetzt ist das Ganze leider nicht kostenfrei, sondern kostet sogar streng genommen eine ganze Stange Geld. Wenn wir mal gucken, pro Endpoint, eingehend und ausgehend, werden hier um die 170 Euro im Monat fällig. Das heißt, wenn ich beide Wege abbilden will, sind wir bei Pi mal Daumen 350 Euro. Das ist natürlich relativ viel, vor allem wenn ich das jetzt mal ganz lapidar mit einer einzelnen kleinen VM vergleiche, die als DNS-Server dient. Wir dürfen aber nicht vergessen, wir haben hier eine HA-Lösung, also das ist hoch verfügbar. Wir haben eine Lösung, bei der wir uns um nichts kümmern müssen, das heißt also, wir müssen nur Regelsätze pflegen, aber die Verfügbarkeit des Dienstes, Patching, Virenschutz und so weiter brauchen mich alles nicht interessieren. Das heißt, ich bekomme also einfach für das Geld, was ich hier zahle, und das ist wie gesagt nicht gerade wenig, bekomme ich halt einfach eine fertige Lösung und muss mich um den Betrieb der Lösung selbst nicht mehr kümmern, was ja im Kern auch der Gedanke von Cloud-Technologien an ganz vielen Stellen ist. Damit das Ganze noch funktioniert, braucht es dann immer noch ein sogenanntes Ruleset. Dieses Ruleset kostet auch nochmal Geld, das fällt aber nicht so sehr ins Gewicht. Hier muss man auch sagen, diese Rulesets sind dafür gedacht, ich zeige das auch gleich noch kurz in Demo, den Netzen, mit denen sie verbunden sind, zu sagen, für welche Auflösungen sie den Private Resolver nutzen sollen. Dabei muss man aber beachten, dass pro VNet nur ein Ruleset erlaubt ist. Das heißt, ihr müsst gegebenenfalls in einem Ruleset mehrere Regeln pflegen, wenn ihr beispielsweise unterschiedliche DNS-Zonen erreichbar machen wollt. Das könnt ihr dann nicht mit getrennten Rulesets machen, weil eben wie gesagt pro VNet nur eine Ruleset-Verbindung möglich ist. Ich will das jetzt nicht in einer ganz komplexen Demo zeigen, weil dann dauert das doch relativ lange, weil es viele Puzzleteile sind und die Deployments auch eine ganze Weile dauern. Ich will euch einfach mal durch eine bestehende Umgebung kurz führen und einfach mal zeigen, wie das sich so anfühlt, wie das aussieht und welche Effekte das dann auch entsprechend hat. Und dazu nehme ich euch einfach mal mit rüber ins Azure-Portal.
So, ich habe ja als erstes mal den Marketplace und das Deployment von Private DNS-Ressourcen aufgerufen und da können wir eben jetzt sehen, dass es hier diesen Private DNS-Resolver und diese DNS-Forwarding-Rulesets gibt und da will ich mal ganz kurz mit diesem DNS-Resolver starten. Wenn man den also anlegen möchte, dann brauche ich wie gesagt ein entsprechendes Netzwerk, ein entsprechendes VNet. Habe ich jetzt hier keine mehr verfügbar, aber da könnt ihr euch denken, wählt man dann ein entsprechendes aus. Dann brauche ich, wie gesagt, ein Subnetz für die Inbounds, wenn ich das möchte. Also wenn ich von außen kommend, von On-Premises kommend, Auflösungen in Azure durchführen will, dann brauche ich entsprechend so ein Inbound-Endpoint, lege ich mir hier an, verbinde den mit dem Subnetz, ich zeige das gleich an einem bestehenden Resolver. Wenn ich aus Azure kommend On-Premises-Ressourcen auflösen möchte, brauche ich noch ein Outbound-Endpoint. Und ich brauche ein Ruleset, das kann ich allerdings auch später pflegen. Achtung, das Ruleset ist nachher nicht Teil des Resolvers, sondern ist eine eigene Ressource. So, wenn wir uns jetzt mal die bestehenden Ressourcen angucken, fangen wir mit dem DNS-Resolver mal an. Der besteht jetzt hier in meinem Fall aus zwei Endpoints. Wir haben einmal den Inbound-Endpoint, der ist einfach verbunden mit einem Subnetz. Das Subnetz heißt in meinem Fall auch einfach nur Inbound. Und dort bekommt er in diesem Subnetz eine entsprechende IP-Adresse. Und der ist mit einem Outbound-Subnetz verbunden, dort bekommt er allerdings keine IP-Adresse. Diese IP-Adresse Inbound ist wichtig, weil natürlich meine On-Premises-Ressourcen ja wissen müssen, wohin sie ihre DNS-Requests schicken müssen. Das heißt, ich müsste dann also entsprechend auf meinen On-Premise-DNS-Servern einen Forwarder oder einen Conditional Forwarder definieren, der dann entsprechend hier auf diese IP-Adresse zeigen würde. Wie gesagt, die Rulesets sind nicht hier drin enthalten, die sehen wir hier im DNS Private Resolver selber nicht. Auch hier draußen sind die nicht mit dargestellt, sondern das ist wie gesagt eine eigene Ressource. Und wenn wir uns die gerade nochmal eben anschauen, dann ist es bei denen so, dass die einen Outbound Endpoint haben können, aber nicht haben müssen. Na, hier in meinem Fall ist ein Outbound Endpoint definiert und zwar der Private Resolver mit seinem Outbound Endpoint. Und es gibt hier eine Rule und zwar eben für eine DNS-Domäne, die On-Premises gehostet wird. Und dort entsprechend die beiden IP-Adressen der dort verbundenen oder vorhandenen DNS-Server. Wie die erreichbar sind, spielt im Grunde keine Rolle. Wichtig ist nur, dass das VNet, in dem sich der Private DNS-Resolver befindet, diese IP-Adressen erreichen können muss. Also ob das jetzt ein VPN-Tunnel ist, ob das eine Express-Route ist oder ob das im Zweifelsfall auch einfach nur ein anderes VNet ist in Azure, was gepeert ist, das spielt überhaupt keine Rolle. Und wir müssen dann diese Forwarding-Rulesets mit Netzen verbinden. Wie gesagt, Achtung, pro Netz ist nur ein Ruleset erlaubt, aber ich kann dasselbe Ruleset mit mehreren Netzen verbinden. So, und ich habe jetzt hier ein sogenanntes Clients-VNet, mit dem ist das Ruleset verbunden. Das heißt also, die Clients in diesem Netzwerk können das Ruleset benutzen, vorausgesetzt, ich habe entweder in den DNS-Einstellungen des Netzes sowieso schon Default drinne, oder ich habe Custom gewählt und habe dann dort den Recursive Resolver eingetragen, also hier 168. Das ist 63 irgendwas, Punkt 16. Die Adresse könnt ihr googeln, ich blende es euch auch gleich nochmal ein. Das ist wichtig, also den muss ich im Zweifelsfall mit anfragen, weil der mich dann sozusagen weiter mitnimmt zu diesem Recursive Resolver, weil outbound hat der ja keine IP-Adresse. Also da kann ich jetzt nicht explizit eine IP angeben. So, und in diesem Netz habe ich jetzt eine VM. Ja, die heißt hier in meinem Fall einfach nur irgendwie Private DNS Demo Client. Und die ist also jetzt in der Lage, über den Private Resolver die On-Prem-DNS-Zone aufzulösen. Und das zeige ich euch gleich nochmal in einer ganz kurzen Demo, das ist aber sehr unspektakulär an der virtuellen Maschine. So, hier sind wir jetzt auf der virtuellen Maschine drauf und die befindet sich ja jetzt in diesem 10.7.0.4-Netz. Das zeige ich vielleicht auch nochmal ganz kurz, dieses 10.7.0.4-Netz. Wo haben wir es? Wo komme ich jetzt am schnellsten hin? Das machen wir hier. 10.7.0.4, das ist dieses hier. Ne, das ist die VM. Wir brauchen das Netz hier. Und da sehen wir, das Client-Netz ist mit diesen Private DNS-Sets gepeert. Ja, das heißt also, da ist eine Verbindung auch direkt möglich, um eben da dann auch weiterzukommen aus der anderen Richtung. Ja. Das wäre aber jetzt gar nicht zwingend notwendig. So, und wenn ich jetzt eben auf der VM
einen DNS-Request losschicke, machen wir einfach über ein NS-Lookup, zum Beispiel für dc1.demo.hertes.net, dann kriege ich dort entsprechend die Antwort, das ist 10.0.0.0.4. Tatsächlich, der DNS-Server ist selber eben dieser DC. Wir können mal gerade eine andere Maschine nehmen, wir nehmen mal PC1. Der steckt da auch in dem Netz drin, der DCDC 0007. Interessanterweise kriege ich dort immer als DNS-Server 127.0.0.53 angezeigt. Das ist der Azure Private DNS Resolver, aus interner Sicht sozusagen gesehen. Ja, der hat hinten die 53 und Port 53. Daran kann man sich das ganz gut herleiten. Das ist jetzt ein bisschen unschön, weil ja eigentlich die letzten Endes diese DNS-Antwort kommt ja von 10.0.0.4. Weil das ist ja der Quellserver, der diese Records gespeichert hatte. Das wird mir aber hier nicht gezeigt. Das wird quasi maskiert durch den Private Resolver. Ja, das soll es an der Stelle eigentlich auch schon gewesen sein. Zumindest mal, was eine erste Einführung, einen ersten Überblick zum Thema Private DNS Resolver angeht. Gegebenenfalls mache ich zu gegebener Zeit mal noch ein etwas tiefergehendes Demo-Video, aber jetzt gerade hier im Rahmen der Adventskalender-Aktion sollen die Videos ja auch bewusst recht kurz gehalten bleiben. Von daher will ich es da jetzt auch nicht weiter in die Länge ziehen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde mich das freuen, und wenn ihr mir dafür dann den Like da lasst, dann umso mehr. Solltet ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben, holt es gerne noch nach. Und ansonsten sage ich Dankeschön fürs Zuhören, Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.